Das war die Folge von heute. Der erste Tag vom Halloween Special. Wir waren am Bordeauxplatz und im Hofgarten. War okay. Heute streiten sich die Meinungen. Die Jungs wissen noch nicht alle, wo wir genau hingehen sollen. Jeder hat seine eigene Meinung. Vielleicht zieht jeder sein eigenes Ding durch. Mal schauen. Echt schwer zu organisieren. Ich gehe jetzt erstmal Richtung Uni. Dort meinen Beutel füllen. Das sind ganz viele Stops und da spawnen auch die ganze Zeit drumherum viele Pokémon und ist auch gut zum Kilometer sammeln, also alle drei zusammen. Und dort bleibe ich eine Weile, bis die Jungs sich entschieden haben. Dann schauen wir mal. Ich habe während der Halloween-Aktion drei Sachen vor. Erstens will ich auf 32 kommen, was möglich ist. Ich habe 31 jetzt mit ungefähr 100.000, bisschen mehr. Sollte machbar sein, kommt drauf an, wie dieses Angebot, diese Aktion sich jetzt auf die EPs und so auswirken wird. Zweitens natürlich mit den Buddies gehen. Da habe ich Slimer. Und dann will ich mit Porygon und Chanera gehen für zweite Generation. Weil die sind echt selten. Porygon habe ich jetzt erst zweimal im Leben gesehen. Einen gefangen nur. Chanera auch nur zwei. Also das sollte machbar sein. Slimer habe ich jetzt fast fertig. Und dann schauen wir mal, mit wem ich danach gehe. Wenn es sich noch ausgeht, vielleicht auch noch mit Glumanda. Aber schauen wir mal. Und dann Nummer 3, ihr habt es gesehen. Barish ist Medaillen besessen, will Dragossoness gehen, obwohl überall Dragossos sind. Aber er hat nicht ganz Unrecht, also Medaillen sind schon wichtig und ich will da halt auch wie er die Boden-Medaille vollkriegen, was eigentlich locker machbar sein sollte. Und dann auch die Geist. Geist habe ich fast fertig, fehlen noch 30 oder so und Boden noch ein bisschen mehr als 100, also schauen wir mal. Müsste aber machbar sein. Ansonsten halt die Aktion so gut ausnutzen, wie es geht. Aber mal schauen, wo es heute hingeht. Ich will der Beste sein, so gut wie keiner war. Ich fange sie alle ein, ich kenne die Gefahr. Electabuzz, Dick, Dani, Doran, Mankey, Risaflor, Rattrat, Ibitak, Pauzi, Golking, Blitzer, Dragoran, Nebula, Ponyta, Aquanaq, Vaporeon, Snapple. Komm und schnapp sie dir. Pokémon. Tati kommt genau richtig, genau wo Dragonier ist. Was geht ab, Mann? Alle sind von links irgendwie gekommen. Digga, ich hab gehört, Dragonier ist hier, Alter. Ja, anscheinend. Aber da vorne, oder was? Keine Ahnung. Alle sind von links gekommen. Ja, dann gehen wir doch mal schnell laufen, oder? Okay, Jungs, ich will jetzt nicht sagen. Ja. Aber ich habe richtig. Sorry? Sorry? Wo war das Dragonier? Da weiter vorne. Ganz weiter, oder? Kurz vor dem Weißenburger Platz. Alles klar. Weißt du, wo der ist? Ja, hier ist der Weißenburger Platz und da vorne. Also wenn er noch da ist, also wenn er noch da bleibt. Schauen wir mal. Ich bin mit Tati unterwegs, hat immer Glück, also das ist schon mal gut. Schlechte Nachrichten, Leute. Wir haben es anscheinend verpasst. Tati gibt noch nicht auf, er sucht noch. Er ist weg. Also leider zu spät, 15 Minuten zu spät. Also wir sind schon vorbei. Ja. Ja, ich denke mal, wenn wir ein, zwei Minuten früher da gewesen wären, hätten wir noch erwischt. Egal. Ab zum Bordeauxplatz, vielleicht kommen heute noch ein paar Trattinis oder so. Wir werden sehen. Ich hoffe mal, bestimmt. Auf geht's zum Bordeauxplatz. Ist 5 Uhr. Heute war echt Chaos. Jeder ist seinen eigenen Weg gegangen. Dies, das. Echt verrückt. Nix Chaos, Mann, oder? Jeder geht danach. Die anderen sollen halt gehen, wo sie hinwollen, Mann. Scheißegal. Oh ja. Mein Gott. Ja, so scheiß auf die Nebendarsteller. Ja, das ist so, hallo? Die Hauptdarsteller kommen alle Bordeauxplatz. Es lohnt sich gar nicht, dass sie jetzt um 17 Uhr zum Luitpoldpark gehen. Es lohnt sich echt gar nicht, außer man hat Licht oder irgendwas. Ja? Ich gehe Samstag, ja, bam, 3 Stunden, dann habe ich meine Bisasam für immer. Dann hole ich mir vielleicht 300, 400 Bonbons, was weiß ich. Und es reicht dann forever, Mann. Fertig. Und danach können wir immer noch was machen. Dann ist es erst, ich gehe gleich vormittags. Tschu. So, das ist ein guter Plan. Was hast du heute so getrieben, Tati? Boah, heute war krass, Mann. Ich war in der Früh ein bisschen radeln. Ich gehe mir früh, wenn ich früh aufstehe, gehe ich ein bisschen radeln und so. Ein paar Eier ausbrüten. Hab noch einen Abstecher zum Ostpark gemacht. Da ist ja Pummelluftnest. War ganz in Ordnung. Da bin ich mit meinen Kiddies zum Tierpark gefahren. Und da war es auch richtig krass, Mann. Ends viele Stops dort. Echt? Also, jetzt, ja, ends. Also, fast jedes Gehege ist so eine Art Stop. Ja. Da kam noch ein Lapras.
Ich hatte halt mein Go Plus aktiv, ja, hat wieder funktioniert. Und bin halt mit meinem Go Plus rumgelaufen, weil ich wollte halt mehr was mit den Kindern machen und nebenbei halt fangen. Ja, und dann halt, ne, kam Lapras, habe ich nicht gesehen auf dem Handy. Ist halt entschlüpft, also abgehauen. Ja. Das geht ab, Badisch, Mann. Scheiß Küchse läuft einfach. Was ist denn los mit dir, Kirill? Ich verstehe das gar nicht. Schau mal an. Ich verstehe das echt nicht. Aber ich hatte aus Versehen Glücksel aktiviert, so wie es aussieht. Das war Nummer 4. Oh mein Gott, 5 Minuten. Vor 25 Minuten hast du es gemacht. Ich habe vielleicht 20 Entwicklungen gerade geschafft. Richtig dumm. Ja, wieso machst du es dann überhaupt? Ja, aus Versehen. Hatte die letzte Folge hier schon Glücksel verschwendet. Ja, Mann. Und heute Folge wieder Glücksel verschwendet Nummer 2. Das war nicht verschwendet, das war verschenkt, Mann. Ich weiß nicht, wie du da immer drauf kommst, Mann. Du musst sogar doppelt draufklicken. Ja, mein Finger war drauf. Ich so, fuck. Wenn ich jetzt weggehe, wird es aktiviert. Dann dachte mir, du musst draufbleiben, Alter. Kannst du nicht Handy ausmachen? Hab ich auch überlegt, aber ich dachte mir, oh, scheiße. Das wäre zu krass gewesen. Warte, tut mir echt leid für dich, Mann. Tut mir echt leid. Ich hab sogar Internet gekauft, ich war endfröhlich. Bam. Machst du jetzt? Ich hab dieses Datensnack geholt. Okay, richtig toll. Ich hab mich mal Bock, die letzten Minuten auszumachen. Oh mein Gott. Warte, Mann, was ist los, Kerl, mit dir? Ich schwör's dir. Oh mein Gott, jetzt hab ich so geschlossen. So krass, ich leide mit dir. Drei Gelben. Tati hat schon wieder ein 10 Kilometer bekommen. Das ist mein 5. heute. Bagisch, was ist deine Meinung zu Tati und den langsam Eiern? Die Lust am Pokémon, Mann. Ich muss mir noch einen Inkubator kaufen. Ich glaube, ich hatte seit einem Monat keinen mehr. Bei mir sind es 2 Monate. 2 Monate und ein paar Tage, Mann. Und Tati hat in den letzten 2 Tagen 3, 4 bekommen. Ja, es gibt nicht mal ein Video, wo ich 10 Kilometer also ich hab jetzt innerhalb, also gestern und heute insgesamt 15 Kilometer Eier. Heute sind schon 3 geschlüpft. Und dass er Relaxo gekriegt hat, schreibt er nicht mal mehr in die Gruppe. So viel an Spannung hat es verloren. Ich schreibe so in die Gruppe, wenn es perfekte Ding hat, Mann. Perfekte Attacken. Ja, was soll ich machen? Ich krieg's ja halt und blüht's alle aus. Inkubatoren, ich sag's euch, Inkubatoren ist das Wichtigste in diesem Scheißspiel. Besonders jetzt bei dem Event. Ich weiß nicht, was mit Bargeschluss ist. Das ist echt komisch. Irgendwie ist er noch im Schock vom Glücksei. Ich weiß echt nicht, was mit ihm ist, Mann. Schockmodus, Mann. Er ist gerade dahinter gegangen, schaut den Typen noch verstrahlt an. Oder das Mädel, keine Ahnung. Ja, Moment, sie hatte irgendwas im Arm. Dann schaue ich sie so an. Hä? Sie hat gar nichts. Und jetzt hat er nochmal hingeschaut. Und auch nichts mehr gesehen. Irgendwie hat er sich irgendwas eingebildet. Ich weiß auch nicht. Gehen wir mal der Sache nach, oder? Was ist los, Baugisch? Oh mein Gott. Das kann ich voll. Ich hatte gerade eine Fata Morgana, nennt man das. Was ist denn los mit dir, Kerl? Irgendwo schon denken. Hä? Brauchst du einen Toast? Hier ist ohne Anzug. Tati sagt so, er hat keine Zeit, aber wenn wir jetzt gehen würden zum Essen, würde er mitgehen. Aber Glücksei ist aktiv. Er muss 20 Minuten warten. In 20 Minuten. Das ist die Tati-Falle. Nee, wieso Tati-Falle? 20 Minuten ist doch in Ordnung. Das ist halb ungefähr und dann gehen wir. Ja, klingt gut. Bis dahin kann ich ja... Bestimmt Ringlers ist so vor seiner Haustür und der Laden hat zu. Den Laden gibt's gar nicht. Hey Jungs, ich gehe nach Hause. Das ist ja richtig Tati-Style. So ein Scheiß. Na klar, wie hat er mit... Wieso Tati? Ey? Okay, wie hat er mit McDonald's Bordeaux-Platz geschafft? Keiner hätte es gedacht. Bam, am Ende waren wir Bordeaux-Platz. Sei ehrlich. So ist wir hatten aber nicht mal den Anschein, dass wir im Bordeaux-Platz sind. Wir landen dort. Wir sind Max wieder bloß ausgestiegen, das ist so um die Ecke, Mann. Wir haben es, wie sagt man, schwarz auf weiß auf Video, sag mal gerne. Ja, mal Videobeweis. Schwarz auf weiß auf Papier. Videobeweis. Ja, vorletzte ja. Folge. Ja, aber leider war auf diesem Videobeweis nicht drauf, wo wir in der U-Bahn saßen und uns abgecheckt haben, wo wir überhaupt essen gehen. Ja? Jungs. So, wir chillen ja noch bis Tatis Glückszeit zu Ende ist. Dann gehen wir was essen. Super saftig. Das ist der krasse Türke, Mann. Wo denn? Der von den beiden. Ja, Mann. Der rechte, oder? Der mit den Scans. Echt jetzt? Ja, der mit dem Rucksack blau links, ja. Oh mein Gott, ich hab's gefangen. First try, passt, Alter. Ich bin Hyko, Mann. Ich hab auch. Ja, Mann, ich auch. Wir chillen hier gerade Burger King, ein bisschen essen. Bagisch hat hier ein paar Fragen an Tati, wie er so viel Pokémon Go und Familie und Job unter einen Hut kriegt.
Tati, in deiner freien Zeit, was machst du da? Pokémon Go spielen. Sonst nichts. Sonst nichts, gell? Safe. Zurück zu deinem Tagesablauf. Ja. Das heißt, von heute. Also, ich habe es frei gehabt, oder ich habe jetzt die Tage frei. Zum Beispiel, ich bin heute früh aufgewacht. Ich schlafe nicht so, ich schlafe auch nicht so lange, auch wenn ich frei habe. Stehe ich um 7 Uhr auf oder um 6 Uhr. Ja. Warte, wie viele Stunden schläfst du? Kommt drauf an, also Minimum 6 Stunden. Minimum. Ja. Das reicht mir auch schon. Echt jetzt? Ja, ja. Und dann stehe ich halt auf, bin hab die Frühstück angezogen, habe frisch gemacht alles. Bisschen mit den Kindern gespielt. Zack, erstmal eine Stunde auf dem Rad. Ein bisschen auch sozusagen Sport gemacht, ein bisschen Ding. Also war im Ostpark, hab ein bisschen gefahren, ein bisschen Eier ausgebügelt, zack nach Hause. Kinder fertig gemacht, da waren wir heute im Tierpark. Ewig lang, Mann. Wir waren 4 oder 5 Stunden unterwegs. Da habe ich natürlich auch Pokémon Go gespielt, ja, weil ich habe einen Go Plus. Ja. Also ich würd zum Beispiel nie... Das ist so ein Pferd, sein Kind bestimmt so, Papa, das ist ein Pferd, der so nein zu Polita. Also ich zum Beispiel würde mir nie erlauben, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern oder mit meiner Frau unterwegs bin, dass ich mit dem Handy so rumlaufe, ja, dass ich jeweils schon fange und so. Sondern einfach halt, deswegen habe ich mir auch Score Plus geholt, kann ich immer nebenbei machen und so, ja, das ist halt gut. Aber trotzdem war Zeit für die Kinder. Dann bin ich nach Hause, habe die Kinder also ausgezogen und alles. Meine Frau hat gerade Abendessen für die Kinder gemacht, kurz noch mit denen gespielt, dann zack, ab und mich mit euch getroffen und jetzt sind wir hier. Und dann wird es halt im Grunde etwas weniger, wenn ich halt arbeite. Ab und zu kann ich gar nicht. Welche Arbeit läufst du mit Go Plus so? Ja, klar. Doch, hast du doch gesagt. Ich schaue alle halbe Stunde mal aufs Handy und dann gucke ich und check mal ganz kurz die Lage. Ich bin nicht sehr glaubwürdig. Ich habe halt direkt an meiner. Warte. Ich habe direkt an. Was soll ich denn machen? Nein, was soll ich denn dort machen in der Arbeit? Erzähl mir das mal. Ja, nicht Pokémon Go spielen. Ja, das kann ich ja nicht. Weil ich muss ja laufen, um irgendwas zu finden. Aber ich habe direkt an meiner Arbeit direkt ein Onyx spawn. Es spawnt immer Onyx. Ich kann am Tag 3-4 Stück fangen. Ja. Ganz geil. Aber sonst eigentlich spiele ich nicht mehr als jeder andere auch. Ja? Also ich spiele schon mehr als ihr, ja, vielleicht. Aber du spielst ja ganz wenig. Weil anscheinend kriegst du nicht alles um deinen Hut, so wie ich. Und mein Frau Banks ist in die Toilette gefallen. Das ist eine andere Geschichte, die kommt auch noch. Ey, was geht ab? Jungs, Mann. Alles klar, Hunk. Passt schon, Mann, passt schon. Wie war bei euch heute? Nicht schlecht, wie war bei euch? Was meinst du? Wie war auch bei euch? Ja, war schon ganz gut. Also, wie Bonbons? 100. 150 oder so hab ich gemacht. Nicht schlecht. Oder? So ein Scheiß, Mann. 100? Nein, 100 habe ich nicht. 80, also 10. Nur 10 Bisa Samt gefahren. 10 ist nicht, aber echt nicht besonders. Na doch, 10 ist schon schlecht. 10 ist echt nicht viel. Mann. Für Bisa Samt ist 2 Stunden 15 Bisa Samt. Das ist ein anderes Nest, Bagic. Was ist heute los, hey, mit dir, Mann? Was? Marolo Nest ist viel krasser als Ostpark gewesen. Was? Viel krasser. Lüdenpolpark als Ostpark. Ja. Ostpark ist ein Witz gewesen. Ja, was ist das? Franz gerade checkt mit Nuggets-Menü, aber er hat um den Schießkampf. Es kam nur noch dieser Sand. Wo denn? Ostpark. Lüdenpolpark ist viel heftiger, viel heftiger. Heute ist echt nicht Bagic sein Tag. Wollt ihr dann noch was rangehen oder geht ihr heim? Ich gehe vielleicht noch. Ich gehe heim dann. Also ich wäre auch noch dabei. Ja. Hey Alex. Welches Level bist du? Ich muss früh aufstehen. Schaffst du das? Oh mein Gott. Nochmal bitte. Was? Ich muss früh aufstehen morgen, aber ich komme morgen, glaube ich, trotzdem mit jetzt. Erzähl von den krassen alten Zeiten, Bagic. Warte, du musst nicht... Jeden Tag 100 Arena, also 100 Gold. 100 Münzen um 2 Uhr Nacht in den Sommerferien. Ja, Mann. Ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Mein Freund hatte so eine App, sogar ein Beep-Teil. Ja. Die hat auf 10 km eingestellt. Wenn wir schneller als 10 km gefahren sind, hat es gebiebt und dann sind wir wieder langsamer. So krass, wir haben voll effizient. Ich weiß, eine Nacht war ich auch mit dabei. Echt jetzt heute? Ja, da hat er gesagt, Ostpark, haben uns Ostpark getroffen. Da sind, ja, wir, genau, dann, sind wir am Bordeaux-Platz gefahren. Heute. Eine Nacht war ich dabei, aber halt nicht in der Arena, sondern halt so. Da war Barisch echt krass, er hat mir alles gezeigt, alles gegeben und so. Ich hatte da 400 Kilometer, ich schaue bei den anderen, die haben so 117, also fast so Vielfache. Das war zu krass. Ja. Das ist echt komisch. Tati geht. Wir legen noch eine Session ein ohne Tati. Mein drittbester Freund. Das ist meine Chance einzuholen. Seine Chance einzuholen. Das ist nicht schaffen, mein Freund, Alter. Ciao, Alter, Tati. Er hat Pokémon Go Plus ja auch im Schlaf, Mann. Das war die zweite Folge vom Halloween Special. Nichts Besonderes passiert. Wir haben viel gefarmt. Viel von den Halloween Monstern gefangen. Bisschen gruselig wurde es um Bagic. Er war richtig verwirrt. Also
Bei ihm schlägt Halloween richtig ein. Ansonsten schauen wir mal, was wir die nächsten paar Tage machen. Wir sind immer noch planlos. Jeder geht seinen eigenen Weg, aber checkt die anderen Videos ab. Checkt unsere Facebook-Seite ab, schreibt unten in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen, wie euer Halloween-Aktions-Special läuft. Und vergesst nicht, Pokémon is serious business.